So, Odyssey ist das Einmessprogramm, was vor allem von Daniel und Maranz verwendet wird. Und viele Leute lieben es, viele Leute hassen es. Ich hatte auch ganz, ganz lange Probleme mit Odyssey, denn es ist nicht so einfach, dass man sagt, einmessen und dann ist alles toll. Das mag für einen Anfänger, sage ich mal, alles erfüllen, was man braucht, denn man hat erstmal eine Einmessung, aber wenn man wirklich das Potenzial von seinem Soundsystem haben möchte, muss man doch hier und da an Odyssey ein bisschen was verändern. Was ich gemacht habe und warum und was es für mich dann erzählt hat, darum geht es in dem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. So, damit wir eine vernünftige Odyssey-Einmessung hinbekommen, brauchen wir von vornherein zwei Dinge. Zum einen brauchen wir die App von Odyssey. Die kostet 20 Euro. Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts, sonst mache ich mich wieder furchtbar beliebt. Aber die App, die brauchen wir definitiv, denn in der App sind Dinge möglich, die mit dem AV-Receiver nicht machbar sind. Ein anderes Argument für die App ist, scheinbar hat ein AV-Receiver von Daniel Marantz nicht genug Rechenpower, um die ganzen Daten, die da gemessen werden, auch alle zu verarbeiten. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass eine Einmessung mit dem AV-Receiver definitiv anders klingt wie mit der App und Odyssey. Das andere ist Bass. Euer Subwoofer, euer SBA, eure Subwoofer, ob es jetzt 2, 3, 4 sind oder euer DBA, die müssen vorher eingestellt sein. Ihr braucht dort die lineare Kurve. Odyssey kann am Bass was regeln, aber Odyssey kann nicht Raumprobleme komplett lösen. Das müsst ihr vorher über ein DSP oder irgendwie anders lösen, dass ihr eine lineare Kurve habt. Früher, vor den Einmessprogrammen, hat man ganz gern mal so eine House Curve im Bass gemacht. Da gibt es Funktionen in Odyssey, dass wir das nicht mehr brauchen. Deswegen schaut, dass euer Subwoofer wirklich linear eingestellt ist und dann können wir auch das richtig einmessen. Ich denke mal, jedem von euch ist klar, dass man das Messmikrofon in den AV-Receiver einstecken muss und das Mikrofon genau da positionieren muss, wo der Kopf ist, wo man letzten Endes sitzt und den Film sich anschaut. Wenn wir das haben, dann startet der AV-Receiver automatisch das Einmessprogramm, aber wir verwenden ja nicht das Einmessprogramm vom AV-Receiver, sondern wir nutzen das Telefon. Dazu öffnet ihr einfach die Odyssey-App, sagt neue Messung. Dazu muss das Telefon und der AV-Receiver im gleichen WLAN sein und dann wählt ihr euren AV-Receiver aus und dann können wir anfangen mit der Messung. Dann könnt ihr hier einstellen, was für ein Lautsprecher-Setup ihr habt. Ich habe in dem Fall ein Auro 3D-Setup. Und ein SBA. Ein SBA zählt in dem Fall als ein Subwoofer. Dann werden Sachen halt erklärt, dass ihr das Mikrofon aufbauen sollt, wo ihr es hinstellen sollt, dass es auch einsteckt. Und das sind jetzt zum Beispiel die 8 Messpunkte, die Odyssey gern verwenden möchte. So, bei den Einmesspositionen von Odyssey fangen meiner Meinung nach die Probleme an, denn Odyssey möchte 8 verschiedene Messpunkte haben. Der erste Messpunkt bei Odyssey ist im Prinzip einfach nur die Pegeleinstellung, die Abstände zu den Lautsprechern und mit den anderen Messungen misst eben Odyssey den Raum und versucht dadurch den Frequenzgang dann anzupassen. Ich habe damit ein Riesenproblem, denn Odyssey geht hier nach vorne und nach hinten und ich frage mich, warum? Braucht kein Mensch. Denn selbst hier in dem Raum, wo ein ziemlich gut eingestellter Bass ist und ich wenig Probleme mit Reflexion etc. habe, klingt es trotzdem, wenn ich weiter vorgehe, anders, vor allem im Bassbereich, und wenn ich weiter nach hinten gehe, klingt es auch völlig anders. Wenn ich hier anfange zu sagen, hey, ich gehe weiter vor und ich möchte da auch einen guten Klang haben, dann habe ich immer Kompromisse auf der Hörposition. Deswegen empfehle ich ganz klar, verwendet nur 3 Punkte zum Messen und geht auch nicht diese 60 cm nach links und rechts bei Position 2 und 3, sondern wirklich nur 20, 30 cm. Umso weiter ihr nach außen geht, umso näher kommt ihr des Satelliten, umso mehr werden die eingeschränkt bzw. runtergepegelt. Und dann ist eben dieser Effekt, dieser umhüllende Effekt einfach nicht mehr da bzw. geht immer mehr verloren. Deswegen weicht nur leicht von der ersten Position nach links und rechts ab und bleibt aber auf der Linie, geht weder nach vorne noch nach hinten. Das reicht völlig und ihr bekommt damit deutlich bessere Ergebnisse, als wenn ihr 8 Positionen einmisst. Dann haben wir ja das geklärt. Dann gehen wir weiter. Hier wird nochmal gesagt, wo das Mikrofon hin soll.
dass man leise sein soll. Und da würde ich echt schauen, dass ihr Lautsprecher, Lüftungen, Klimaanlage, alles aus habt und das Ganze so leise wie möglich ist. Dann geht es eigentlich auch schon los. Als erstes wird jetzt der Subwoofer eingepegelt. Hier müsst ihr jetzt eben schauen, dass eben der Subwoofer im grünen Bereich ist. Ich habe jetzt nicht alles aufgebaut. Ich will es ja hier nur zeigen, deswegen passt es jetzt nicht. Deswegen klicke ich einfach weiter. Aber ihr müsst wirklich gucken, dass sich das Ganze in dem grünen Bereich drin befindet. Und dann geht es auch los. Das Ganze macht ihr dreimal und dann kriegt ihr angezeigt, weitere Messpunkte verwenden oder eben drei Positionen verwenden. Dann klickt ihr auf drei Positionen verwenden. Ich gehe das jetzt nicht nochmal alles durch, aber ich denke mal, das ist soweit logisch. So, nachdem ihr das Ganze nach drei Messungen abgebrochen habt, landet ihr hier. Und dann müsst ihr jetzt eure Messung auswählen, denn das, was ihr gerade gemessen habt, ist noch nicht auf dem AV-Receiver. Ich nehme jetzt hier einfach mal, ich habe hier so eine Testmessung gemacht. Dann kommt ihr auf diesen Bildschirm. Wenn ihr jetzt hier auf Ergebnis der Lautsprechererkennung kommt, da habe ich schon ein bisschen was rumgestellt, der wird wahrscheinlich eure Front und euren Sender und eure Surround-Lautsprecher hier als groß einstufen. Ich trenne die grundsätzlich ab und stelle sie auf klein, denn dadurch kann ich einfach meinen Bass viel besser managen. Ich bin kein Freund von Standlautsprechern im Heimkino. Ich denke, Regallautsprecher machen hier viel mehr Sinn. Die sollen alles so ab 80, 90 Hertz machen und den Bass regle ich dann eben vom Subwoofer oder vom SBA separat, denn ich bekomme da viel bessere Ergebnisse, denn bei einem SBA oder DBA ist eben der Raum dafür optimiert und wenn ich Subwoofer habe, kann ich den Subwoofer eben frei im Raum aufstellen, wo er am besten klingt. Frontlautsprecher und Senderlautsprecher, die müssen da stehen, wo sie stehen müssen und wenn der Bass da eben kacke ist, dann habe ich eben ein Problem. Deswegen trenne ich diese ab. Front und Sender bei 80 Hertz, die Surround können nicht ganz so tief, deswegen 100 Hertz und die Front High und die Surround High 120 Hertz. Wichtig ist hier, dass ihr bei den Übergangsfrequenzen nicht unter das geht, was Audacy euch vorschlägt, denn wenn Audacy sagt, euer Lautsprecher kann nicht tiefer spielen, dann wird der nicht tiefer spielen können und dann macht es auch keinen Sinn zu sagen, hey, der trennt erst bei 40 Hertz zum Beispiel, wenn der gar nicht so tief spielen kann. Deswegen geht einfach auf Bearbeiten. Hier könnt ihr dann auswählen die Frequenzgänge oder beziehungsweise die Trennfrequenz und ob es ein großer oder kleiner Lautsprecher ist. Wenn wir das haben, dann gehen wir zum Ergebnis der Raumkorrektur. Das sieht jetzt wild aus. Wenn wir jetzt mal, ich gehe mal auf einen anderen, weil bei dem Font habe ich schon was gemacht. Da muss jetzt kurz laden. Das ist so das Typische, was ihr dann angezeigt bekommt. Links ist der Frequenzgang, den er gemessen hat und rechts ist das, was er glaubt machen zu können. Das heißt, wenn er sein EQ anwendet, glaubt er, das ist der Frequenzgang und ihr seht, es ist ziemlich linear. Der hat hier und da ein paar Spitzen, aber dazu kommen wir später noch. Bei Optionen zur Hochtonanpassung würde ich ganz einfach hier die 1 empfehlen. Das klingt einfach deutlich angenehmer. So, der erste spannende Punkt wird hier aber Mittenbereichskompensation. Im Standard ist das hier an. Ich habe es jetzt schon ausgeschaltet, denn was die Mittenbereichskompensation macht, es macht so einen Dip in den Mitten, wenn es von den Mitten zum Hochton übergeht. Warum Audacy das macht, keine Ahnung. Warum standardmäßig auf an ist, auch keine Ahnung. Scheinbar hat es damit zu tun, dass manche Lautsprecher Probleme haben beim Übergang vom Mittenbereich in den Hochton. Ich finde es halt, es klingt nicht gut, deswegen schalte ich es aus, weil heute sind Lautsprecher so gut, dass da der Übergang eigentlich kein Problem ist und da braucht man jetzt nicht wirklich so einen Dip im Frequenzgang einbauen. So, Kurveneditor. Hier können wir jetzt quasi selber anpassen, wie wir das möchten. Wir brauchen hier bloß auf die Linie klicken, dann können wir hier Dinge erhöhen oder weiter runterstellen, absenken. Das ist natürlich jetzt, wie ihr das selber haben möchtet. Wenn ihr da ein bisschen EQ anwenden möchtet, könnt ihr hier eben die ganzen Punkte setzen, das einstellen, wie ihr wollt. Ich mache hier gar nichts, deswegen lösche ich hier wieder alles und gut ist. Kommen wir jetzt aber zu Multi-EQ-Filter-Frequenzbereich. Und das ist wirklich das Spannendste, warum wir diese App überhaupt brauchen. Und ihr seht hier schon, ich habe das Ganze auf 350 Hertz begrenzt. So, Audacy jetzt auf 350 Hertz zu beschränken, klingt jetzt erstmal komisch, denn ich mache ja eine Einmessung, weil ich einen linearen Frequenzgang haben will. Und genau da, finde ich, fängt irgendwo ein Denkfehler an, denn ich will keinen linearen Frequenzgang. Wenn ich einen Lautsprecher kaufe, dann kaufe ich den, weil mir der Klang gefällt. Und wenn ich jetzt Audacy drüber laufen lasse und sage, hey, mach mir mal da einen linearen Frequenzgang, dann fängt
der Odyssey an, irgendwas rumzubasteln, was immer irgendwo schlecht klingt. Ich hatte hier immer das Problem, egal ob hier im Kino oder oben in meinem Wohnzimmer, der rechte Lautsprecher hat immer leiser geklungen als der linke, obwohl der Pegel gleich eingestellt war. Das lag einfach daran, dass Odyssey mit dem rechten Lautsprecher irgendwas weggepegelt hat, irgendwelche Spitzen, und dadurch der Lautsprecher leiser geklungen hat. Genauso hat Odyssey meinen Sender immer völlig gekillt. Es gab Filme wie Interstellar, wo die an das Raumschiff andocken. Ich habe kein einziges Wort verstanden, was sie da sprechen. Man kann da den Dialogpegel anpassen, aber Odyssey kann nicht immer den Dialog komplett rausfiltern. Und gerade in der Szene sind so viele Effekte auf dem Sender-Channel. Egal wie hoch ich den anpasse, ich verstehe trotzdem kein Wort. Und es ist halt auch nervig, wenn ich in jedem Film meinen Sender anpassen muss, indem ich entweder den Sender komplett erhöhe oder eben den Dialogpegel anpasse. Und wenn ich das wirklich hier auf 350 Hertz begrenze auf alle Lautsprecher, verschwinden irgendwie all diese Probleme. Und es ist ja irgendwo auch dumm, weil ich kaufe ja Lautsprecher, weil mir der Klang gefällt. Und wenn ich jetzt da versuche, dem Lautsprecher irgendwo was aufzuzwingen, dann klingt der Lautsprecher nicht mehr so, wie ich ihn gemocht habe, als ich ihn gekauft habe. Und wie gut Odyssey das macht, wie viel EQ-Punkte das hat, keine Ahnung. Aber ich merke halt, Odyssey sieht hier irgendwo eine Spitze und versucht hier gnadenlos wegzupegeln. Und dann habe ich echt einen schlechten Sound. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, probiert's mal aus. Begrenzt Odyssey auf 350 Hertz. Manche sagen 2000, aber das ist viel zu hoch, meiner Meinung nach. Begrenzt es auf 350 Hertz und schaut einen Film, hört Musik. Ihr werdet sehen, das macht einen riesen Unterschied. Und seit ich das so eingestellt habe, musste ich weder den Pegel von meinem rechten zum linken Lautsprecher anpassen, noch musste ich meinen Sender in egal welchem Film anpassen. Sei es jetzt Herr der Ringe, Star Wars, Marvel Avengers, scheißegal. Es hat einfach immer, so wie es eingestellt war, gut geklungen, ohne Anpassung. Also geht einfach in jeden Lautsprecher rein, begrenzt es auf 350 und dann habt ihr das. Hier unten haben wir dann nochmal die Odyssey-Einstellung. So, Dynamic EQ würde ich euch wirklich empfehlen anzumachen. Ich habe ja am Anfang schon mal über die Hauskurve gesprochen beim Bass. Und bei der Hauskurve wird im Prinzip Folgendes gemacht, zumindest hat man es früher so gemacht. Man hat beim Frequenzgang vom Bass, hat man bei tiefen Frequenzen, also 20 Hertz, hat man mehr Pegel gegeben als jetzt bei 80 Hertz. Also man hat quasi so eine Kurve gehabt, dass man eben bei 20 Hertz mehr Bass hat als bei 80. Warum hat man das gemacht? Wenn ihr Referenzpegel hört, dann nehmt ihr tiefe Frequenzen genauso laut wahr wie mittlere und hohe Frequenzen. Wenn ihr aber mit der Lautstärke runtergeht und die meisten hören halt nicht Filme auf Referenzlautstärke, wird der Pegel gleichmäßig abgesenkt. Aber umso leiser das wird, umso weniger stark nimmt euer Gehör tiefe Frequenzen wahr. Und dadurch entsteht dann eben der Effekt, dass bei normalen Lautstärken irgendwo der Bass fehlt. Deswegen diese Hauskurve. Dynamic EQ macht aber im Prinzip genau das. Umso lauter ihr werdet, umso gerader wird die Linie und umso leiser ihr werdet, umso mehr erhöht es den Tiefbassbereich. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Ding und funktioniert auch sehr, sehr gut in Odyssey. Wie groß der Offset hier ist, müsst ihr selber für euch entscheiden. Ich mag es wirklich, dass hier noch sehr viel Bass in normalen Lautstärken da ist. Deswegen habe ich hier 15 dB. Dynamic Volume funktioniert an und für sich auch nicht schlecht in Odyssey. Aber ich habe das nur gebraucht, als ich eben noch die Lautsprecher nicht auf 350 Hertz begrenzt habe. Seit ich das mache, habe ich das schlichtweg aus, weil ich brauche es nicht mehr. Denn Odyssey hat vor allem immer im Hochton weggepegelt, wodurch ich immer lauter und lauter und lauter gemacht habe. Und wenn dann eben eine laute Szene kam, dann hat das Ding halt rausgehauen ohne Ende. Jetzt, dadurch, dass ich das auf 350 Hertz begrenze, schaue ich Filme grundsätzlich etwas leiser und dann sind die Dynamiksprünge auch nicht mehr so krass. Denn das regelt das Ganze ein bisschen ein. Es holt die Dynamik ein bisschen zusammen, sodass ich eben nicht so zwischen laut und leise so krasse Spitzen habe. Und LFC schaltet er halt an, wenn ihr einen schlechten Bass haben wollt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Müsst ihr das Ganze hier an den AVR senden, klickt auf an AVR senden, wählt euren AVR aus und dann wird das Ganze eben an das Gerät übertragen und dann habt ihr eben diese Messung, diese Einstellung am AV-Receiver.
So, wenn wir das haben, müssen wir dann aber nochmal in unseren AV-Receiver rein, denn auch im AV-Receiver können wir wieder Dinge einstellen, die man nicht in der App einstellen können. Und entschuldige jetzt mal den komischen Aufbau hier, aber ich wollte jetzt nicht einen Beamer dafür anmachen. Deswegen schalten wir unser Gerät einfach ein, gehen auf Setup und das erste, was wir machen, ist, wir gehen auf Lautsprecher und auf manuelle Konfiguration. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr Endstufen verwendet, eure Endstufen zuweisen, nochmal eure Lautsprecherkonfiguration einstellen. Das haben wir aber eigentlich schon in der App gemacht. Interessant wird hier Abstände. Hier gibt es jetzt Leute, die laufen mit dem Maßband durch die Gegend und messen das, dass es haargenau passt. Ich halte davon nichts. Ich sehe das hier nicht als tatsächliche Entfernung, sondern als Laufzeitentfernung. Das heißt, damit das Signal gleichzeitig am Hörplatz ankommt, sagt Audacy, müsste der Lautsprecher 4,79 Meter sein, der müsste 4,77 Meter weg sein. Und besonders krass ist es hier beim Subwoofer, da sagt Audacy, der wäre 5,48 Meter weg. So, der Subwoofer bzw. das SBA ist aber genauso weit weg wie die Frontlautsprecher. Ich mache hier eben aber nichts, denn ich sage einfach, das sind Laufzeiten. Und wenn Audacy sagt, wenn das so eingestellt ist, kommt der Ton gleichzeitig an, dann wird das schon so passen. Das wird wahrscheinlich jetzt sehr kontrovers sein, aber ich bin der Meinung, wenn ich mein Subwoofer hier wirklich auf tatsächliche Entfernung einstelle, klingt einfach irgendwie nicht mehr richtig. Deswegen rühre ich da einfach nichts an und sage, Audacy macht das schon. Was ich aber mache, ist den Pegel einstellen. Denn Audacy macht komischerweise die Surround-Lautsprecher und die Höhenlautsprecher immer 2 dB leiser bei mir als die Frontlautsprecher. Warum? Keine Ahnung. Auch der Subwoofer ist immer 2 dB leiser als das andere. Und hier können wir jetzt einfach einen Testton starten. Dann kommt ein weißes Rauschen. Und da nehme ich jetzt einfach mein U-Mic One und setze es an meine Hörposition und stelle dann einfach alles auf 80 dB ein. Das heißt, ich starte den Testton, passe meinen AV-Receiver von der Lautstärke so an, dass der Frontlautsprecher bei der Hörposition 80 dB liefert. Und dann gehe ich einfach alle Lautsprecher durch und passe die vom Pegel so lang an, bis alle Lautsprecher 80 dB haben. Und es macht meiner Meinung nach einen riesen Unterschied. Gerade jetzt, wo ich Herr der Ringe nochmal geschaut habe, gibt es eine Stelle, als Sauron im Kopf vom Hobbit spricht. Und wenn ich das so lasse, wie Audacy das macht, dann merkt man schon noch, dass der Ton von vorne kommt. Wenn ich die 2 dB Anpassung mache, hört man schon deutlich, dass die Stimme einen total umhüllt und man hat wirklich das Gefühl, als wäre das Ganze in seinem eigenen Kopf drin. Deswegen würde ich hier empfehlen, den Pegel anzupassen. Hier können wir dann nochmal die Übernahmefrequenzen sehen, aber das haben wir ja schon in der Audacy eingestellt. Bei Bässe würde ich hier, manche machen hier LFE plus Main, ich will aber nicht, dass Audacy hier an den Mains so groß rumdoktert, deswegen lasse ich hier LFE und 120 Hertz. Man kann hier höher gehen, ich lasse es bei 120 Hertz. Und dann haben wir unten halt nochmal die 2-Kanal-Wiedergabe. Könnt ihr einstellen, wollt ihr das jetzt mit Subwoofer oder ohne Subwoofer haben. Dann gehen wir raus, dann gehen wir in Audio, in Audacy rein und hier bei Multi-EQ XT32 würde ich hier Referenz einstellen, denn dann wird die Korrektur, die wir gerade gemessen haben, auch angewendet. Wir haben hier noch den Bypass, das heißt, die Frontlautsprecher werden umgangen, was die Einmessung angeht. Und dann haben wir hier noch Flat, würde ich aber auch nicht machen. Macht hier Referenz und habt ihr wirklich das, was ihr gemessen habt, auch korrigiert. Bei Dynamic EQ können wir hier nochmal einstellen, wie groß der Offset ist. Hier gehe ich auf 15 dB, denn ich möchte auch bei niedrigen Lautstärken relativ viel Bass haben. Aber da könnt ihr mit rumspielen, wie ihr das eben haben möchtet. So, und das war's auch schon. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich kann nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Letzten Endes muss man rumprobieren, wie man das selber mag. Aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Start, mit dem man echt gute Ergebnisse hinbekommt. Wenn ihr es ausprobiert habt, schreibt mir mal unbedingt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und in diesem Sinne, ade, war's schön.